preußische Uniform. Ja, das passt schon. Ja. Wenn man nicht die Pickelhaube aufgehabt hatte, da hat man ein Kränzchen aufgehabt. Die Kostüme und auch die Ausstattung, die man hier zum größten Teil sieht, die hat der Manolo gemacht. Die Uniform, die Wolf, unser Hauptdarsteller, trägt, die hat andere Aufschläge an den Ärmeln. Das hier ist ein schwedischer Aufschlag, die Wolf trägt. Die haben nicht diese Litzen und die Knöpfe sind anders angeordnet. Und das ist eine Patte, ein rechteckiges Stück roten Stoffes, das senkrecht so auf den Ärmel ragt und dann drei Knöpfe in Reihe zeigt, aufgenäht. Und das nennt man dann Brandenburger Aufschlag. Ich bin Manolo, ich bin der Designer dieses Films, also das visuelle Aussehen, Kostümbild, Setdesign, Requisite. Das, was wir jetzt haben, sind als Dinge aus Theaterbeständen, aus Theaterfundussen oder Fernsehfundussen, weil wir bedienen ja einen ganz gewissen Zeitpunkt, der 8. März 1871. Der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich war zu Ende, Deutschland hatte gewonnen. In der Zeit hat es halt einige Veränderungen gegeben von den Moden. Der Adler, den wir hier auf dem Originalhelm haben, ist der Adler für die Linieninfanterie, also für die Allgemeinsoldaten, während dieser größere Adler, der ein silbernes Kreuz vorne auf der Brust trägt, ein Adler für die Garde-Regimenter ist. Die unterscheiden sich auch in den Uniformen. Also die Uniformen, die unsere Statisten anziehen werden, die hier noch auf der Stange hängen, mit den Litzen am Ärmel und am Kragen, sind Uniformen, wie sie dann das Garderegiment hatte. Alles, was man letztendlich auf dem Bild sieht, ist Teil dieses gesamten Konzepts. Da sind natürlich die Vorstellungen des Regisseurs, des Drehbuchautors, des Kameramanns mit reingeflossen. Wir haben Bilder gesammelt und besprochen, wir haben Orte angeschaut. Das ist ein ganz, ganz wunderbarer Ort, weil es von sich aus sehr viel hergibt. Und die Atmosphäre, wie man jetzt im Hintergrund sieht, mit ein paar kleinen Details eigentlich ziemlich gut überbringt. Ich bin Lena und ich mache hier die Produktionsleitung, zusätzlich aber natürlich auch hier vor Ort die Aufnahmeleitung und freue mich, dass wir gut in der Zeit liegen. Wir drehen jetzt eine Szene, die wir eigentlich hätten gestern drehen sollen, aber das Gute ist, dass wir jetzt ein bisschen eher anfangen können. Echt? Da, König von Deutschland, hör mal. Kaiser von Deutschland. Ja. So, verkabelt. Das ruppelt sich jetzt. Die Uniform an, dann sieht man davon nichts mehr. Ja, hier ist extra so ein Raschelschutz drauf, so ein flauschiges kleines Teil. Und er kontrolliert den Sound. Ist da immer mit dem Kopfhörer dabei? Im Ernst? Wir haben Geschichte geschrieben. Unter so vielen Bärungen, unzähligen Märschen, Hitze, Katharina. Ja, also ich weiß nicht, glaube ich, viele. Hat er welche gegessen? Keine Ahnung. Ja. Und bitte. Soweit ist also das große Werk vollendet. Ein Teil vom großen Ganzen, von Preußen. Und auch noch riechst du mit Bier? Ich bin hier Bildgestalter, für das Bild verantwortlich. Marc hat mich vor längerer Zeit angesprochen, bin sehr früh zum Projekt gestoßen. Von der Produktionszeit her, da arbeite ich seit langem mit meinem Oberbeleuchter, mit Gunnar zusammen und mit Leila, mit Gabor vom Ton. Wir sind eigentlich ein sehr eingespieltes Team, kennen uns seit langem und das ist, glaube ich, sehr wichtig für die Arbeit, dass man mit einem festen Team arbeiten kann, dass einfach jeder weiß, was er zu tun hat. Recht und Ordnung müssen sein und Disziplin, sonst entsteht da keine Einheit. Das lernen wir bei uns sofort, ja, von der Pike auf. Prost. Prost. Danke. Noch einmal.